Grüß Gott, ich will mein Lidschattenpaletten-Sammlungsvideo machen von der Drogerie-Seite jetzt her. Ich habe schon Angst davor, das wird mega lang, glaube ich, das Video. Ich habe auch Angst, dass ich ihm was fallen lasse. Ich fange mit den Sachen an, die ich in meinem kleinen Laden hier habe, damit ich die sofort wegräumen kann. Als allererstes habe ich hier so ein... Das ist eine Palette, glaube ich. Habt ihr in verschiedenen Videos schon gesehen. Das ist diese Essenz, die mir auch schon kaputt gegangen ist, wo ich schon ein paar Lidschatten leer habe und ein bisschen Hittepan habe. Ja, kennt ihr auch, glaube ich, aus anderen Videos von mir. Dann habe ich einen von Douglas. Die habe ich aus der Douglas-Box, nur die hätte ich mir nie selber gekauft. Ich glaube, die gibt es auch gar nicht mehr, die Varianten. Das ist der Noemi 02. Hat einen riesen Hittepan, weil ich den ja zum Verblenden unter der Augenbraue eine Zeit lang verwendet habe. Jetzt habe ich ihn eine Zeit lang auf der Seite, weil ich was anderes benutze. Was ich euch gleich zeigen kann. Es geht um dieses Freaky Friday Quad, Quattro, irgendwas. Das ist das. Hier habt ihr in verschiedenen Videos gesehen. Ich benutze den weißen Ton, um das zu verblenden. Ihr seht ja, wie viele Hittepans da sind. Also den benutze ich sehr, sehr brav. Dann habe ich hier noch ein 4er Lidschatten von Essenz. Da benutze ich nur noch den dunklen dabei. Ich weiß nicht, warum ich mir das überhaupt gekauft habe. Das heißt 01 Sweetheart. Und ich benutze zurzeit den unteren Ton hier. Da ist auch eine kleine Kuhle schon drin. Ich weiß nicht, was ich denn mit den restlichen machen soll, aber... Okay. Dann habe ich hier eine Lidschattenpalette von Art Deco. Da muss ich ein bisschen aufpassen, weil die Lidschatten fliegen raus. So. Ja, das sind zwei von Yves Rocher, die beiden. Das ist ein Catrice und das ist auch ein Catrice. Ich weiß jetzt den Namen nicht auswendig. Ich zeige euch das dann ausführlicher in meinem Shop My Stash Video. Weil ich weiß noch nicht, was ich zurzeit jetzt aktuell tragen und aufbrauchen will. Deswegen, ja, müsst ihr ein bisschen Geduld haben mit mir. Dann habe ich hier noch zwei Lidschatten, die ich zurzeit sehr, sehr oft benutze. Das ist 02 Cream Canvas, war auch aus einer LE, das ist die Verpackung. Da habe ich mir auch damals nur den gekauft. Meine Cousine, glaube ich, hat den auch. Ich hatte auch einen zweiten, der ist mir leider am Boden gefallen. Hatte damals auch schon einen Hittepan, so sieht aus. Den benutze ich nur zum Verblenden. Das ist das Einzige. Und den kennt ihr auch schon. Das ist der 02 White Hype von Essence, der limitierte, was auch schon ein riesen Hittepan hat, den ich ja im Augeninnenwinkel immer verwende. Wegen Platzmangel habe ich im Bali-Chart noch die Potted. Da habt ihr mal die erste Sammlung. Das sind ganz viele. Die zwei sind noch von P2. Der ist auch von P2. Der schwarze auch. Den benutze ich voll gern für Smoky Eyes. Die beiden, glaube ich, sind von P2 und die drei von Essence. Der ist auch von P2. Und die da oben sind alle von Catrice. Die sind alle Limited Edition, deswegen glaube ich, brauche ich euch die Namen nicht mehr sagen, weil ihr kriegt gar keine mehr von denen, die ihr da drin seht. Die gibt es alle leider nicht mehr. Leider. Wo gebe ich das bloß alles hin? Dann habe ich hier noch Lidschatten. Und ich darf euch die anderen nicht zeigen vergessen, die hole ich mir dann gleich, bevor ich die vergesse, weil ich habe noch mehr Lidschatten. Ihr werdet sicher euch denken, die Alte hat ein ihr wisst schon. Ja, so. Aber ihr seht, ich benutze ein paar. Also da sind ein paar drin, die einen Hittepan haben. Das ist ein Basic Lidschatten. Kennt ihr auch, glaube ich, aus einem Shop My Stash. Ich glaube, das ist ja das, was ich als letzter gedreht habe. Den grünen müsst ihr auch kennen, das ist von Essence. Der ist von Essence, der auch. Der ist von Yves Rocher, die ganzen hier und die vier hier auch. Und der ist von Catrice, der ist so ein Limited Edition Lidschatten. Weil ich keinen Platz mehr hatte mit meiner ganzen, ich brauche nur das herzeigen, dann wisst ihr, was ich meine. Habe ich mir eine Palette gemacht, also zwei. Die hat mir auch damals eine damalige Freundin bestellt, aber ja. Ja. Mit was fange ich als nächster an? Ich muss mich verstecken. Ich sage, ich habe voll viele Lidschatten. Das ist alles noch nicht alles. Oh Gott. Ja. Ich habe, glaube ich, sogar mal die Tester verlost. Habe ich das gemacht? Ich bin mir eigentlich, ich habe das mal gemacht, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe hier auch noch ganz viele Yves Rocher Lidschatten. Der grüne ist total geil. Und der da oben ist auch schön. Der da. Der ist auch sehr schön. Ich zeige euch die mal von nah. Also die Rocher Lidschatten hätte ich noch. Die habe ich damals alle geschenkt bekommen, weil sie die sonst weggeworfen hätten. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich nehme die, dann
kaufe ich mir Paletten und gebe die da rein, ist niemals passiert, wie ihr seht. Auf die bin ich besonders stolz, weil ich bin ja so ein grüner Lidschatten-Junkie und die sind sowas von schön. Schaut euch die mal an. Die sind ja überhaupt der. Die sind ja mega schön, oder? Ja, also, ja, mehr muss ich da, glaube ich, gar nicht dazu sagen. So, ich habe auch das alles noch aufgehoben, damit ich halt auch weiß, wie sie heißen, wenn ich das unter ein Video schreiben muss oder so. Die sind komplett staubig. Tja, Swiffern wäre mal nicht schlecht, Shay. So, dann habe ich noch was. Ich werde verrückt. Das gehört nicht dazu, das sind Rouge. Aber ich habe noch drei von diesen Dingern. Bin echt baff. Okay, da sind viele Farben drin, die ich nicht benutze. Die könnte ich vielleicht verschenken. Dieses Rosa und Lila. Seht ihr das? Rosa, Lila. Ich meine, der ist schön, der. Aber die drei, vier könnte ich da... Vier sind es. Könnte ich eigentlich verschenken. Obwohl der echt schön ist da. Und die braunen sind auch schön. Braun benutze ich auch sehr gern. Aber die anderen könnte ich eigentlich verschenken. Mal gucken. Sollte ich vielleicht auch verschenken, wenn wir mal ehrlich sind. So, dann habe ich hier noch welche von Yves Rocher. Sind auch sehr schöne Farben dabei. Ich hoffe, ihr seht das und euch verwirrt das nicht, weil im Hintergrund die Farbbezeichnung steht. So sehen die aus. Ich habe ja auch halt ein paar rausgenommen, damit ich halt... Na, Blödsinn, ich glaube, ein paar hat jemand anders sich ausgesucht. Na, ich habe ein paar verschenkt, sowas. Ich habe ein paar an Freunden verschenkt, nur haben, wollten die nicht mehr nehmen, obwohl ich eh so viel hatte. An das kann ich mich noch erinnern. Dann habe ich hier noch welche. Wer glaubt's wohl? Eh, glaube ich, keiner mehr. So. Die schauen so aus. Ich will mir irgendwie trotzdem Paletten kaufen und die dann alle mal in Paletten reinschlichten. Aber wir werden sehen, ob das noch wahr wird oder nicht. Wir sind noch lange nicht fertig. Ich habe gerade meine Kamera angesteckt und was getrunken. So. Ich mache es einfach durcheinander, okay? Wundert euch nicht. Ich habe so viele Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Deswegen, das weckt mich auch ein bisschen auf, dass ich mir keine Lidschatten mehr kaufe. Ich meine, Lidschatten habe ich mir schon ewig nicht mehr gekauft. Zumindest weiß ich nicht, dass, wann ich das letzte Mal mir Lidschatten gekauft habe. Die sind von der Marke LR, wo ich auch Parfüms gehabt habe. Hab noch einen. Die sehen so aus. Die habe ich sogar ein paar Mal verwendet. Früher sogar sehr, sehr oft. Also die finde ich wirklich, wirklich schön. So, dann habe ich hier ein... Limited Edition von Essence, dieses Vampire's Love. Das sieht so aus. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das verwende. Ich könnte mal schauen, ob ich was ausstudieren kann. Obwohl, die Farben sind schön. Tja, wenn, dann könnte ich eigentlich auch gleich ausstudieren auch. Wenn wir mal ehrlich sind. So, dann habe ich hier noch was von Catrice, was limitiert ist, aus der Papagena, glaube ich, hat die geheißen. Ja, aus der Papagena LE, die finde ich ja urgeil, die Farben. Und das Muster. Also diese Lidschattendinger von Catrice habe ich so gern gesammelt, weil da habe ich nämlich noch eins von, wird die geheißen? Hollywood's Fabulous 40s, die fand ich auch geil, die LE, da habe ich mir so viel gekauft von der LE. Ich meine, die Verpackung sagt ja schon alles, könnt ihr ja so sehen. Und dann die Lidschatten sind auch wunderschön. Die hatte ich mal in irgendeinem Video, hatte ich die sogar alle vier drauf, aber das ist schon ein bisschen länger her. Dann von Catrice habe ich so Zweier Lidschatten, das war aus einer LE, aus meiner allerersten, die ich so richtig verfolgt habe, wo ich die Sachen unbedingt haben wollte. Das ist so ein gelbes Duo. Dann habe ich noch ein rosanes Duo. Die Verpackung überhaupt. Das sieht so aus. Das ist kaum verwendet. Ja, ich habe hunderte rosane Lidschatten. Ich glaube, ich sollte ein paar aussortieren. Rosane, aber die nicht, weil das sind meine... Ne, das sind meine Limited Edition. Die gebe ich nicht her. Das sind die lilanen. Ich glaube, ein paar hat sogar meine Cousine auch. Ich bin mir nicht sicher, welche. Aber ich glaub, die gelben. Ich weiß nicht genau. Grün habe ich nämlich auch. Sieht so aus. Das sind die einzigen, wo ich diese Dinger drin lasse. Weil normalerweise schmeiße ich die immer weg. Und da ist das Grüne. So. Schieben wir es mal beiseite. Dann habe ich noch von Essence was. Das ist auch gar nicht so lang her. Das ist aus dieser Hello Autumn LE, wo ich auch so ein Lipgloss habe davon. Ja, ihr wisst, ich habe eine grüne Lidschatten. Ein grünes Lidschattenproblem, nennt man das so. Der Applikator ist ja eklig. Könnt ihr das sehen?
Kommt gleich im Mist. Pfui, kommt gleich in die Tonne. So, ich hasse diese Dinger sowieso. So sehen die Lidschatten aus. Die finde ich auch sehr, sehr schön. Also, deswegen habe ich sie mir auch gekauft. So, dann habe ich noch eines, das heißt Metallics. Steinalt. Sieht so aus, drunter ist nämlich ein Gel-Eyeliner, den kann man gar nicht mehr verwenden, weil der schon eintrocknet ist. Den habe ich nämlich gern verwendet, man sieht es eh. Die Lidschatten finde ich auch wunderschön. Das hat sogar ein bisschen eine Kuhle drin, seht ihr das? Weil ich den so gern verwendet habe, den Goldton. Ich hätte mir eigentlich nie Goldtöne nachkaufen brauchen, ich habe eh so viele. Dann habe ich noch von Miss Lean eines. Das sieht so aus. Ich könnte die Chance nutzen und ein paar aussortieren, aber ich weiß genau, ich kann mich von nichts trennen. Da bin ich leider immer so ein Opfer, aber das ist echt schön. Der ist voll schön, der Lidschatten, oder? Sagen wir jetzt lieber nichts dazu. Dann habe ich hier, ja, das war von Bieber mal. Das sieht so aus. Das könnte ich weggeben. Obwohl ich den Lidschatten voll schön finde da in der Mitte. Aber ich glaube, ich könnte es weggeben. Ich glaube, ich gebe es weg. Ich habe da nämlich noch mehrere. Ich habe da dann noch das hier. Das finde ich nämlich auch sehr schön. Das würde ich nicht weggeben. Da war nämlich so ein Auge in der Mitte. Man erkennt das leider so schlecht. Da war mal ein Auge in der Mitte und das war ein Glitzerlidschatten, der leider nur so aufgesprüht war. Den finde ich auch sehr schön. Also das Grüne, davon könnte ich mich mal trennen. Von dem da. Ich glaube, ich meine, den Lidschatten da finde ich wunderschön, den da. Aber ich glaube, ich könnte das ausmisten. Obwohl der echt schön ist. Gott, ich hasse es. Jetzt seht ihr es eh wieder. So. Aber das kann ich ausmisten, weil was mache ich damit? Das sind ganz, ganz rosane, helle Lidschatten. Also das werde ich aussortieren. Wenn das Grüne nicht fliegt, dann fliegt auf jeden Fall das. Das gebe ich gleich in meine Aussortierkiste. So, das ist mal weg. Versprochen. So, was ich noch ausmisten könnte, wäre das da. Das habe ich auch schon sehr, sehr lange. Das war aus der Denim Wanted LA von Essence. Ist auch verdammt alt. Sieht so aus. Und ich benutze kein rosa. Grau schon. Ich meine, den habe ich auch sehr oft verwendet. Man sieht es auch. Aber ich benutze kein rosa. Wenn, dann würde ich nur den grauen Lidschatten versuchen aufzubrauchen und das Ding dann wegschmeißen, weil ich kein rosa verwende. Ich glaube, ich werde das aussortieren. Wow, es funktioniert doch, Leute. Was sagt ihr dazu? Dann habe ich hier noch so eine Palette von Adeco, die man selber zusammenstellen kann. Und da sind meine matten Lidschatten von Adeco drin. Den benutze ich meistens zu Halloween, den roten. Jo. Und der ist der einzige Glitzerlidschatten. Bei den anderen habe ich aufgebraucht und den habe ich halt dann da reingegeben, damit ich meine andere Lidschattenpalette, die ich habe von der Deko, die ich vorher gesehen habe, damit ich da andere Lidschatten reintun kann. Dann habe ich noch zwei von Miss Lean. Einmal hier diese Smart Diva. Ich war ein voller Miss Lean-Junkie damals. Das hat ein bisschen nachlassen, weil die dann meine Sache immer auflassen haben. Die finde ich auch sehr, sehr schön. Das habe ich auch ein paar Mal tragen, glaube ich. Ich habe sogar schon mal Miss Lean Lidschatten aufgebraucht. Und dann Bohemian Forest. Das finde ich auch wunderschön. Das ist so ein Dreier-Lidschatten. Wo ist jetzt mein Licht hin verflucht? Gerade jetzt. Ja, den in der Mitte finde ich am schönsten. So. Dann habe ich hier noch eine NYX-Palette. Die sieht so aus. Ist mir einmal runtergefallen, wie man sehen kann. Aber ich habe die Farben sehr, sehr oft schon verwendet. Ich mag die Palette wirklich gern. Das ist diese Kaviar und Bubbles, die es ja gar nicht mehr gibt. So, dann habe ich hier eine von Rival de Loup. Die habe ich von einem Tauschpaket. Habe ich noch nie, glaube ich, verwendet, oder? Oder doch? Ich bin mir jetzt nicht sicher, müsste ich lügen. Die sieht so aus. Die werde ich auf jeden Fall behalten, weil erstens mal war es ein Geschenk und zweitens finde ich die Farben auch sehr schön. Jo, und dann habe ich hier noch eins von Makeup Factory, was ich von der Arbeit bekommen habe. Und das sieht so aus. Kann man auch eigentlich als Highlighter verwenden. Das ist echt schön. Das finde ich voll schön. Geht noch weiter. Ich glaube, das wird 100 Stunden lang, das Video. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich habe ganz, ganz viele von diesen Miss Lean Paletten. Ich zeige euch aber noch vor was anderes. Und zwar das hier. Das habe ich schon ewig. Und ich liebe es, wie das riecht. Man kann es auf gar keinen Fall mehr noch benutzen, glaube ich. Aber ich kann mich nicht davon trennen. Da habe ich nämlich auch ein paar Hittepens. Das kann man nämlich so aufmachen. Da sind auch Rouge und so drinnen. Ich kann mich von dem nicht trennen. Das habe ich mal von meiner Mama geschenkt bekommen. Deswegen
kann ich mich davon nicht trennen. Dann habe ich noch eins von Makeup Factory. Ich Trottel habe mir das aber damals gekauft. Voll unnötig, weil ich die Lidschatten gar nicht mal so schön finde. So sieht das aus. Da ist auch ein Highlighter drinnen und die restlichen Dinger sind Lidschatten. Ich habe mir den eigentlich gekauft wegen... Ich glaube dem da. Weil so einen ähnlichen seht ihr bald. Zeige ich euch gleich. Dann habe ich hier eine Catrice Palette. Die habe ich mir damals gekauft, weil das Thema Paris war. Das ist diese aufklappbare. Da habe ich auch den Nagellack, den passenden dazu. Den Kajal, der da drin war, den habe ich schon aufgebraucht. Ein welch Wunder. Da sind die Lidschatten und da sind halt zwei Rouge drinnen. Ja, die habe ich mir unbedingt einbildet, weil die letzten, die es mit der LE gab, also die erste, die rauskam, die gab es bei uns in Österreich nicht. Und deswegen habe ich mir dann welche gekauft, wie sie es bei uns dann beim zweiten Mal rausgebracht haben. Dann habe ich hier Deko-Lidschatten, die habe ich von der Arbeit geschenkt bekommen. Meine Abteilungsleitung hat gesagt, ich darf mir, wenn ich mir welche aussuche, und ich habe mir natürlich die genommen. Weil da natürlich grün und so dabei ist, seht ihr? Ich kann euch die mal von nah anzeigen. Die ist echt schön, die gibt es sogar aktuell, glaube ich, noch zu kaufen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, also Lidschatten kaufen brauche ich mir definitiv nimmer mehr. Mein ganzes restliches Leben lang nimmer. Dann habe ich hier eine Miss Lean Palette, weil ich habe drei verschiedene. Das ist die Runway Eyes Nummer 4. Kennt sie sicher aus zigtausend Videos von mir, weil die habe ich euch schon im... da habe ich nämlich sehr viele aufgebraucht, wenn ihr das seht. Ich meine, einer ist mir rausgebrochen, ich glaube der da oben, aber die restlichen habe ich aufgebraucht. Ja, dann habe ich hier... Das ist auch eine Runway, die heißen alle so. Das ist die Nummer 8. Die sieht so aus. Ich mochte die eigentlich sehr gern, die Lidschattenpaletten. Die bringen die gar nicht mehr raus. Und das ist die Nummer 4. Mit so Türkis, Grün. Aber die mag ich nicht so gern. So, dann habe ich eine Makeup Factory. Die habe ich mir unbedingt eingebildet, weil die so geile Farben drinnen hat. Ihr werdet das gleich sehen, ihr kennt sie sicher aus dem Video von mir. Yay. Die ist echt schön. Die finde ich wirklich schön. Dann habe ich hier zwei Sleek Paletten. Bei einer muss ich aufpassen. Das ist die Storm. Die hat mein Freund nämlich runtergeschmissen. Deswegen ist mir ein Lidschatten komplett rausgebrochen. Den konnte ich noch pressen, den zweiten da. Na, zwei sind sogar rausgebrochen, der ist auch rausgebrochen. Ich meine, es sind zwei gewesen, die ich jetzt nicht so verwendet habe, aber trotzdem. Meine arme Storm-Palette. Schaut voll aus. Ja. Kommt davon, wenn man den Freund am Schminktisch sitzen lässt. So. Dann habe ich hier noch eine, die habe ich mir mal irgendwo mal gekauft. Sparkle heißt die. Die gibt es auch, glaube ich, gar nicht mehr. Die sieht so aus. Ich finde sie schön, aber die sind schwer zum Auftragen, die Lidschatten. Ich glaube, das waren die ersten von Sleek. So sieht die aus. Den pinken finde ich voll geil. Das Problem ist, dass man die echt schwer auftragen kann. Ich würde die aber auch deswegen nicht hergeben, wenn man sie schwer auftragen kann. Würde ich ehrlich gesagt nicht machen. Den habe ich jetzt noch herauslassen, weil ich dann noch unsicher bin, ob ich ihn weggebe. Da sind Tester drinnen. Ich glaube, die werde ich auch weggeben. Ich habe eh so viel Zeug. Da habe ich noch einen Douglas Lidschatten. Das ist so ein Braunton. Ich hatte ja mal so eine braune Lidschattenphase. Den habe ich von der Arbeit. Das war ein Tester. Hoffe ich zumindest, dass das einer war. Ja, keine Ahnung. Schaut so aus, als wäre das ein Tester. Der sieht so aus. Und... So, der ist so rosa. Es gibt nur noch ganz wenig von diesen L'Oreal-Lidschatten. Und ich habe drei davon. Da ist dann noch ein lila Ton. Der sieht so aus. Wow, der ist echt schön. Wow. Noch nie verwendet. So viel dazu. Und den da. Den finde ich auch sehr, sehr schön. So ein Gelb-Gold. Der ist echt schön. Dann noch weitere Tester, das sind zwei Catrice Lidschatten, so wie auch das hier, was man kaum erkennen kann. Dann habe ich hier einen Makeup Factory Lidschatten, den werde ich aber aussortieren. Der schaut erstens mal voll scheiße aus und zweitens, ja, ihr seht ja, wie viel ich habe, da kann man ruhig was ausmustern. Den werde ich nicht hergeben, weil den finde ich schön, das war ein Catrice Lidschatten. Plump Up the Jam heißt er. So sieht er aus. Ich
muss aufpassen, dass er mir nicht rausfliegt. Ich meine, jetzt sieht man es ein bisschen, der Schimmer so schön. Das ist das Negative, wenn man sich halt das da auch noch nimmt. Dann habe ich hier noch einen, da ist sogar Hit a Pen. Den habe ich eine Zeit lang verwendet, weil ich doch versucht habe, mit rosa Lidschatten ein bisschen umzugehen. Deswegen hat er einen riesen Hit a Pen, so wie der, weil den habe ich unter der Augenbraue verwendet. War ein limitierter Lidschatten. Dann habe ich wieder einen Tester von einem Manhattan-Lidschatten. Den finde ich auch sehr schön. Der ist auch echt, echt schön. Also da kann man nichts Negatives dazu sagen. Dann habe ich hier einen Catrice. Den habe ich mir mal gekauft bei der Prozentaktion, wo die um die Hälfte günstiger waren. Der sieht so aus. Dann habe ich hier einen Sparky. Entschuldigung, wer mich jetzt anschaut. Er ist so blöd manchmal. Du bist so dumm. Wie schaust du aus? Oh, Wahnsinn. Okay. Dann habe ich einen Essence-Lidschatten. Den habe ich mir damals reduziert gekauft. Der war von der Nat Venturista LA. Der ist grau, weil ich auch so eine graue Lidschattenphase hatte. Also bei mir waren alle Phasen schon dabei, ja. Dann habe ich hier zwei Love-Lidschatten, die kennt sie, glaube ich, sogar noch. Das ist einmal der hier, ups, der hier. Und einmal dieser rötliche, also braun, dunkelbraun, violett, bla bla. Ich glaube, die gibt es sogar gar nicht mehr im Sortiment, aber ja. Dann habe ich hier noch einen Holo-Lidschatten von Essence. Da steht noch neu drauf. Den finde ich aber auch schön, den habe ich auch oft benutzt. Die Lidschatten mochte ich generell sehr, sehr gern von Essence. Finde ich echt schade, dass die rausgenommen haben, aber ja. Dann habe ich hier noch einen Essence. Das war der letzte, glaube ich, den ich mir sogar gekauft habe. Der war aus so einer Limited Edition. Habt ihr vorher das Design gesehen? Da habe ich sogar das Rouge davon. Ich habe das Gefühl, dass der ein Club ähnlich ist, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Dann habe ich hier von Eclipse drei Lidschatten. Also von Twilight, diese Lidschatten. Pff. Einer sieht so aus und heißt Edward or Jacob. Ich hätte Jacob genommen. Einer heißt La Push or Fox. Okay, das ist wieder so ein rosa, lila. Der andere heißt Werewolf or Vampire. Werwölfe natürlich. So, und der sieht so aus. Ich bin jetzt kein Twilight-Fan gewesen, aber ich fand die LEs immer so schön von diesen Dingern. Und ich habe mir auch mittlerweile alle Filme angeschaut und ich finde die gar nicht so schlecht. Aber ich bin jetzt kein Riesenfan davon. So, dann habe ich hier noch einen P2-Lidschatten. Das ist aus dieser Universe-Reihe. Und der hat geheißen Playful Sun. Und den finde ich auch sehr, sehr schön. Der hat so gelb mit Silber drin. Den finde ich auch total schön. Yay. Und ich habe ihn auch noch in Blau. Gummiringe, auch schön. Der heißt aber Stylish Comet. Und sieht so aus. Der ist hellblau. Keine Ahnung, ob ich jemals was damit anfangen kann, aber ja. Dann habe ich hier einen Flomar-Lidschatten. Ich habe aber noch einen, genau da ist er. Einen schwarzen Flomar. Flomar gibt es ja gar nicht mehr. Ich habe den früher immer so gern verwendet. Das war einer meiner ersten, die ich mir damals gekauft habe. Der hat auch Gold drinnen. Ich finde den so wunderschön, aber ich benutze ihn halt immer mehr. Dann habe ich noch einen Flomar. Und das ist die Farbe. Die habe ich auch damals sehr, sehr oft benutzt. Man kann es ein bisschen erkennen. Es sind so leichte Kugeln drin. Könnt ihr das sehen? Überhaupt in den beiden Farben. Ich finde den aber generell eigentlich schön. Ich finde es schade, dass ich den immer verwende. Aber es kommt davon, wenn man so viel hat. Wenn man mal aufbraucht hätte, wäre es ja gar nicht so schlimm. Oh, ich habe noch einen L'Oreal gefunden. Der ist aber auch schön. Grün. Grün ist sowieso meins. Ja. Bei kauft hätte ich mir die L'Oreal nie. Dann habe ich hier einen von Catrice. Einen Blitzblauen. Ach, was habe ich für Probleme? Alter Schwede. Das war nämlich, weil der aus einer Limited Edition war. Sagen wir lieber nichts dazu. Und dann habe ich hier noch einen Make-up Factory. Den habe ich aber geschenkt bekommen von einer Schulung. Nein, nicht auf der Schulung, der war in einem Set drin, das was wir geschenkt gekriegt haben, den finde ich so, so schön, aber ich habe ihn bis jetzt noch nie verwendet. Dann habe ich hier noch einen Tester, das ist so ein, ich hoffe der Name stimmt überhaupt. Ah, na, da hinten steht der Name. All Burgundy 40, das war von Catrice Lidschatten.
Also die Lidschatten, die ich haben wollte, die was dann rausgegangen sind, da habe ich gefragt, ob ich dann die Tester haben darf. Weil, ja, ich mir nichts kaufen wollte, ich sag's euch ganz ehrlich. Dann habe ich hier einen Catrice Limited Edition, den habe ich, glaube ich, sogar geschenkt bekommen. Wenn ich mich nicht irre. Oder? Ich glaube. Weil ich wollte ihn unbedingt haben. Der heißt 1004 Planet Tokyo, wo ich auch den Nagellack dazu habe. Der ist auch so schön. Mit dem mal einen Look schminken war auch cool. Dann habe ich wieder eine Make-up Factory. Den habe ich auch mal so geschenkt bekommen. Der war auch in so einer Make-up Factory Tüte drinnen. Der sieht so aus. Der ist auch sehr schön. Der ist auch echt schön. Oh Gott. Nicht mehr lang, dann haben wir es geschafft. Dann habe ich noch einen Essenz. Ich glaube, den habe ich auch geschenkt bekommen. Miami Roller Girl LA. Ein gelber Lidschatten. So. So sieht aus. Da habe ich ja auch noch einen cremefarbenen in der Palette gehabt, den mit die Palmen, wenn ihr euch erinnern könnt, was vor ein paar Minuten erst war. So. Dann habe ich hier noch einen von Essence von der großen OLE. Mega, mega, mega alt. So sieht er aus. Kaum benutzt. Das ist ein lila Ton. Dann habe ich... Den habe ich geschenkt bekommen, das weiß ich, weil den wollte ich unbedingt haben. Von LCN, von der Marke, der ist saugeil, der Lidschatten, also der ist echt schön. Das weiß ich noch, dass ich den geschenkt bekommen habe, ich weiß sogar noch von wem. Der sieht so aus, habe ich auch noch nie verwendet, weil ich ihn nicht benutzen will. Echt dämlich, ich weiß, aber der ist so schön. Ja, Freak, lässt grüßen. Oh je. Dann gab es mal von so YouTubern und Bloggern, Nelly Urban Messages hat die geheißen. Da hatte ich sogar das Parfum. Und das soll ein Lidschatten sein in Form von einer Kreide. Finde ich ja total süß, aber der Auftrag ist komplett kompliziert mit dem Ding. Könnt ihr das sehen? Also, die Farbe ist aber echt schön. Deswegen werde ich ihn noch behalten. Und weil die Verpackung so süß ist, irgendwie, also schaut, die Verpackung ist echt süß. Er heißt Skyscraper. Finde den voll niedlich. Da gab es auch irgendwelche krankeren Farben, so ein Blau oder so auch noch. So, holen wir mal die letzten raus, weil dann haben wir es geschafft. Ich kann es gar nicht glauben. Ich glaube es gar nicht, dass ich fertig bin. Ich habe noch was vergessen. Die habe ich euch noch zeigen vergessen. Das war von Nifo Shea eine. Aber die werde ich jetzt aussortieren, weil die Zahl schon so lange mit um und dumm. Ich werde die jetzt ausmisten. Damit ihr Bescheid wisst, dass die jetzt aussortiert wird, wenn da was so reinpassen würde. So. Noch ein Make-up Factory Lidschatten, das war aber auf einer Schulung. Der sieht so aus. Mit dem habe ich auch mich ein paar Mal geschminkt, weil ich die so schön fand. Aber die sind schwer zum Benutzen, die Matten. Da habe ich noch einen von Make-up Factory in Matt. Den habe ich echt stark benutzt. Das sieht man wirklich gut, dass ich den sehr stark benutzt habe. Weil die Make-up Factory Sachen sind wirklich gut. Dann habe ich noch einen Go Snow Lidschatten in Türkis. Wunderschön, das braucht man ja unbedingt. So, gibt schon urlang nicht mehr. Das sind alte Limited Editions, wie ihr sehen könnt. Dann habe ich da noch einen Catrice Lidschatten, den es nicht mehr gibt. Ich fand die Farbe so schön. Aber den habe ich halt als Tester bekommen. So. Dann habe ich noch zwei Lidschatten. Einen, den werdet ihr erkennen, weil ich hatte ja vorher eine Palette. Wo habe ich die? Ach Gott, komm her. Von dieser Make-up Factory. Also noch ähnlicher geht es wirklich nicht mehr, oder? Ich zeige euch das mal kurz. Das sind sehr ähnlich, oder? Tja, keine Ahnung, warum ich mir dann diese Palette gekauft habe. Aber was soll's. Und das ist einer von Catrice aus so einer Limited Edition. Den wollte ich damals unbedingt haben, weil ich die Marmorierung so schön fand. Ja, so viel dazu. Dann habe ich noch einen ganz alten Essence-Lidschatten. Und dann haben wir es endlich geschafft. Das waren diese zum Ziehen. Die mochte ich damals auch total gern von Essence. Ich fand es schade, dass die dann auflassen haben. Das war die Night Clumping Nummer 11. Und die Farbe fand ich echt schön. Die Farbe fand ich wirklich schön. Das ist sowas. Auch wo ich gern Smoky Eyes geschminkt habe eine Zeit lang. Könnte ich mal wieder verwenden. Ich finde die Farben echt geil. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Von ein paar Sachen habe ich mich auch getrennt. Das ist ja auch ein Weltwunder. Jetzt wird es lustig, die ganzen Sachen wieder einzuräumen. Und ich überlege, ob ich auch gleich mein Ausmist-Video machen soll, damit ich die Sachen gleich verschenken kann. Oder ich warte noch, weil ich glaube, ich kriege die Lade gar nicht mehr zu. Oder ich warte noch, mal schauen.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich weiß, sagt bitte nichts. Ich weiß, es sind viel zu viele Lidschatten. Viel zu viele. Aber man kann nicht meckern, weil ich habe schon ein paar leer gemacht und da kann man wirklich nichts sagen. Aber ich weiß, dass ich noch ein paar entweder ausmisten sollt oder verschenken sollt oder sonst irgendwas. Das weiß ich auf jeden Fall. Aber von drei habe ich mich jetzt getrennt. Und über den denke ich noch immer nach, da, diesen grünen da von Look, ob ich jetzt den weggebe oder nicht. Weil das Einzige, was ich schön finde, ist die eine Farbe. Diese eine graue Farbe finde ich nur schön. Den Rest finde ich nicht schön. Ich lasse es mir noch durch den Kopf gehen. Und ihr werdet ja dann sehen, ob es im ausgemisteten Video gelandet ist oder nicht. Und das war's jetzt. Ich höre jetzt auf, weil das Video ist, glaube ich, eh lang genug. Und ja, ihr könnt mir ja mal gern schreiben, wie viele Lidschatten ihr habt. Und dann sehen wir sich im nächsten Video wieder. Bye!